Schaut mal, was dieser Mann hier macht. Wisst ihr, was das ist? Richtig, das ist ein Hoverboard. Mit diesem Hoverboard macht er Tawaf, also er umkreist die Kaaba. Ist es eigentlich erlaubt, mit diesem Hoverboard die Kaaba zu umrunden? Um beispielsweise die Umra zu machen oder die Hajj zu machen oder allgemein einfach den Tawaf zu vollziehen? Die Antwort ist ja. Sowohl Hoverboard als auch E-Scooter, als auch ein Pferd, Kamel, Esel, das ist alles kein Problem. Man kann alles benutzen, um die Kaaba zu umrunden. Eine Umra zu machen oder die Hajj zu vollziehen oder einfach nur den Tawaf zu vollziehen. Und ja, das ist auch die Kaaba, die unter Wasser steht. Und es ist auch kein Problem, wie der Bro hier, auch die Kaaba zu umrunden, mehr oder weniger schwimmend. Für alle hier, das ist die Kaaba und die umrunden wir 7 Mal. So leer wirst du es, glaube ich, niemals sehen, außer hier auf dem Bild. So schon eher. Diese Punkte hier, das sind alles Menschen. Es ist überliefert worden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Tawaf mit einem Kamel vollzogen hat. Bei der Hajj gibt es 3 Varianten, um die Hajj zu vollziehen. Und eine davon ist, man nimmt das Schaf mit, was man am Ende schlachtet. Das heißt, es ist ganze Zeit mit dir. Auch während des Tawafs, also die Umrundung der Kaaba.